Dieses Video ist eigentlich schon echt lange überfällig für euch. Ich muss auch dazu sagen, es gab echt viele Höhen und Tiefen bei diesem Projekt für mich selber. Es war ultra schwierig, einen Lackierer zu finden. Also das Gefühl gehabt, die hatten alle keinen Bock da drauf. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin mit diesem Projekt jetzt fertig. Und das ist aber nicht so. Ja, meine Lieben, willkommen im nächsten Video und auf das lang ersehnte Video, wenn ich ehrlich bin, denn heute geht es um dieses KFZ. Nein, oder um dieses. Auch nicht, ne? Ja, dieses Video muss ich gestehen, ich komme wieder ein bisschen mehr ins Licht, ne? Dieses Video ist eigentlich schon echt lange überfällig für euch. Ich muss auch dazu sagen, es gab echt viele Höhen und Tiefen bei diesem Projekt für mich selber. Ich will auch gleich dazu sagen, ich habe eigentlich gedacht, ich bin mit diesem Projekt jetzt fertig. Und das ist aber nicht so, weil irgendwie sind mir schon wieder so viele neue Ideen gekommen mit diesem Fahrzeug. Ich meine, wir wollen nicht drum rumreden. Es geht natürlich um den Einser, den wir umgebaut haben, der jetzt, ja, ich sag mal, fertig ist. Ja, ihr habt euch die ganze Zeit gewünscht und es kamen auch immer wieder die Fragen, wie sieht es denn aus und. Und dazu muss ich ganz klar sagen, es war ultra schwierig. Nicht das Bauen an sich, ihr habt ja die Steps auch ein bisschen mitverfolgt, sondern echt einen Lackierer zu finden. Also die Problematik war eigentlich dabei, ich hatte, wie viele Lackierer hatten wir an der Hand? 3, 4 so, mit denen wir da immer gesprochen haben. Und der eine so, ja, komm vorbei und ja, machen wir. Und dann schon geeinigt und auf einmal doch keine Zeit und wieder so. Und irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, die hatten alle keinen Bock da drauf. Weil so eine Stoßstange lackieren bringt schneller und mehr Geld als ein ganzes Auto, wo sie noch spachteln müssen und so. Da geht ja unheimlich viel Zeit drauf. Und an dieser Stelle muss ich einfach mal Danke sagen an die Lackiererei Kohl in Iserlohn. Denn die haben sich dann endlich bereit erklärt, mein Auto zu lackieren. Also was heißt bereit erklärt? Das ist halt eigentlich, ja, gefühlt so, habe ich gedacht, du gibst dein Auto ab. Die freuen sich, dass sie Geld verdienen können. Aber irgendwie war das bei diesem Projekt überhaupt nicht so, weil es halt natürlich hinten um die Radläufe anspachteln ging. Und keiner will da natürlich irgendwo Verantwortung übernehmen, wie das Ganze dann halt ja, am Ende aussieht. Beziehungsweise geht es ja auch darum, wie du die Kotflügel hinten an die Karosserie ja, dran machst und verarbeitest, dass natürlich hinter der Lack nicht reißt. Dann das Motorraum-Thema. Der Ronny hat das ja schon so gut vorbereitet, dass sogar die Lackierer alle gesagt haben, Bombenarbeit, warum macht der nicht den Rest? War natürlich auch zeitlich alles ein bisschen schwierig und am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich gestehen, wie lange haben wir jetzt darauf gewartet? 3 Monate, 4 Monate, bis diese Karre endlich lackiert worden ist. Der Sommer quasi gefühlt rum war im September, also zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich dann eigentlich voll durchstarten wollte, also weil ich dann gesagt habe, geil, jetzt ist er fertig und du baust ihn wieder zusammen und so. Und ab diesem Zeitpunkt ja, nur noch Probleme mit dem Auto gehabt, also über Zündaussetzer und, wo noch Videos für euch jetzt kommen. Also das Auto ist fertig, ich habe aber trotzdem noch ein paar Problemchen damit, aber die mal am Rande, weil jeder N54-Fahrer weiß, was da so Phase ist. Ihr seht ja zum Beispiel hier im Hintergrund, was hier liegt. Ja. Das sind die alten Turbolader, also es sind mittlerweile schon neue Turbolader drin. Die haben nämlich auch nur Probleme gemacht. Geölt wie Sau, also Leistung hatten die volle Pulle. Sollen wir das mal eben zeigen? Wenn wir jetzt schon in dem Video sind, wie das Auto fertig ist, habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie erlebt, die Turbos liefen einwandfrei. Ich hatte volle Leistung, alles tippitoppi. Der Lader, kein Spiel nach oben und unten, ja, aber nach vorne und hinten kann ich das Ding einen Zentimeter bewegen. Wir können das, warte, ich können das auch noch mal ein bisschen besser zeigen. Dafür muss ich nur eben den Ring abmachen. Das mache ich für euch mal eben, damit ihr, und das sind schon Upgrade-Lader, ne? Also das sind nicht die Lader, die originalen Serienlader, sondern das sind diese TT, wie heißt die, 550, ne? TTE. So. Und wenn ihr mal guckt jetzt, guck mal, wie viel Spiel der hat. Ja, und dann haben die natürlich hier rausgesifft wie Sau, voll die Ölprobleme, 200 Kilometer gefahren, weiß ich nicht, Liter oder was, ne? Oder 400 Kilometer und Liter. Richtige Katastrophe, also hat echt keinen Spaß mehr gemacht, dieses ganze Projekt irgendwann. Ja, und hab dann nochmal fix die Turbos getauscht, was übrigens mal so am Rande total easy war. Also Leute, beim 1er und beim 3er ist es nichts anderes, Turbos tauschen, völlig easy. Jeder macht dir da Angst und muss den Motor rausnehmen und dies und das. Ich habe die Achse, also hier diese Achsgruppe,
komplett runtergenommen, dass alles links und rechts hing und bin da so easy dran gekommen. Also, ich meine, gut, es waren schon irgendwo, ich habe es an zwei Tagen gemacht, immer so vier Stunden oder so, aber ich bin oben, also wirklich perfekt dran gekommen, überhaupt kein Thema, aber darum soll es gar nicht gehen, denn es geht darum, dass das Auto jetzt erstmal fertig da steht und ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal einen Porn rein und dann gehen wir nochmal zum Auto und quatschen noch ein bisschen darüber und dann quatschen mit euch auch noch, was mit dem Auto passieren wird jetzt im Winter, denn ich habe noch so zwei Baustellen an dem Fahrzeug, die ich noch beheben muss oder will, wo ihr auch gerne mal einen Tipp reinhauen könnt dann und ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal den Porn rein, gehen zum Auto, let's go, ab geht's. Ja, meine Lieben, also, da steht er. Ich bin echt happy mit der Lackierung. Es gibt noch so ein, zwei Stellen, wo der Lackierer mir natürlich die Sachen rauspoliert hat. Du hast ja immer manchmal so, wie nennt man das, Staubeinschlüsse? Nee, ne? Ja. Also auf der Kamera seht ihr das eh nicht. Also der muss auf jeden Fall nochmal richtig poliert werden. Und ich will ihn in dem Zug dann auch direkt Keramik versiegeln lassen. Ja, das ist die Situation. Es ist schon echt arschkalt geworden. Ne? Ich wollte den eigentlich im Sommer fahren und jetzt ist er fertig. Es ist richtig los, ehrlich. Naja, egal, für den nächsten Sommer passt es dann. Ja,
was soll ich euch sagen? Also es gibt so ein paar Stellen, die ich natürlich jetzt noch wieder ein bisschen begradigen muss, denn die Situation war einfach die, ich habe den vom Lackierer abgeholt, erstmal zusammengeschraubt, ein paar Sachen hat er natürlich auch wieder dran geschraubt, aber ich sag mal hier vorne Motorhaube zum Beispiel, ja, hier stimmen die Spaltmaße halt noch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich alle noch beheben muss und ja, was soll ich euch sagen? Was ich richtig schlimm finde, ist, dass die Karre einfach so tief ist. Mein Fahrwerk ist eingetragen auf, ich glaube, 300 mm Radmitte bis zur Radhauskante. Ich fahre gerade 340 mm, also 4 cm höher, als ich eingetragen habe. Das sieht man hier natürlich auch. Und jetzt sagt ihr so, Alter, wie lost bist du denn? Wie hoch fährst du? Das Problem ist einfach, guck mal hier, ich kriege meinen Schuh gerade hier drunter. Ich meine, wir stehen jetzt nicht 100% gerade, aber ich habe so schon echt Probleme mit der Tiefe. Und das liegt einfach daran, weil die Stoßstange schon von Grund aus viel tiefer ist. Ist eine Situation, die mir nicht gut gefällt. Ich bin auch am Überlegen, eine andere Reifenkombination zu fahren. Also wir haben ja jetzt den Querschnitt vorne, beziehungsweise die Höhe 35, glaube ich. Und ich habe immer überlegt, dass ich ein bisschen höher komme mit dem Reifen, so wie es beim Ansel MQP halt auch ist. Weil das ist irgendwie nicht so richtig ein Zustand. Guck mal hier. Hast du das schon gesehen? Krass, das habe ich aber gar nicht gesehen. Wodurch kommt das? Arbeitet das jetzt? Ist das, sind das diese Lachen? So? Oh, das kann ja was sein. Ne? Okay, ist mir noch nicht aufgefallen, aber jetzt fällt es mir gerade auf. Naja, gut, okay. Ansonsten, was sagst du zu der Lackierung? Ist okay, ne? Ich bin da noch gar nicht so drum rumgegangen, wenn ich ehrlich bin. Achso. Ich hatte ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber... Aber so, also ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Ich muss aber auch dabei sagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Weiß versteckt viel, ne? Ja, kann schon sein. Wenn du jetzt, nimm mal ein Schwarz. Du kannst in das Schwarz kannst du richtig reingucken. Ja. In das Weiß nicht. Passiert nicht so viel. So. Also für mich ist es Kopf zu gesprungen, weil ich bin mit der Lackierung zufrieden. Wie gesagt, diese Stelle habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Aber die siehst du auch. Also ich habe die nur gesehen, weil die Sonne gerade da so drauf spiegelt. So diese letzte Winter-, Herbst-Sommer. Naja, ich bin auf jeden Fall total zufrieden und mich würde mal interessieren, wie ihr das Ergebnis findet. Habt ihr ja jetzt auch im Porn gesehen, wie die Karre aussieht. Das ist schon ziemlich cool geworden. Ja, dann kurz noch zur Problematik, damit ihr wisst, wie es mit dem Auto weitergeht, weil wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Was ich auf jeden Fall machen möchte, oder der letzte Schliff für mich, dass es mein 1er M Coupé ist, was für mich fertig ist, ist, ich werde innen halt noch diese ganzen Leisten und Türpappen mit Alcantara beziehen lassen, so wie es das 1er M Coupé auch hat. Vielleicht kriege ich auch Türpappen, was ich nicht glaube vom 1er M Coupé. Da müsste ich schon echt Glück haben. Das ist so der Step, wie ihr sehen könnt. Der Käfig, der ja drinnen eigentlich schon da steht, seitdem ich das Auto habe, der ist auch noch nicht verbaut. Denn da geht es natürlich jetzt weiter, den möchte ich ja auch noch lackieren lassen, zusätzlich mit den Bremssätteln. Das ist so der Feinschliff, was die Optik vom Auto betrifft. Und ja, jetzt kommen wir zu diesen beiden Problematiken, die ich noch habe, seitdem das Auto dann fertig ist und ich dann jetzt auch mittlerweile mal, ja, ich glaube so 2000 Kilometer bin ich dann dieses Jahr doch noch gefahren. Und ich habe mittlerweile Zündaussetzer, wenn ich Vollgas gebe. So. Dann habe ich erst gedacht, okay, ja gut, was machst du? Ein bisschen geguckt, neue Zündspulen bestellt, neue gebogene Zündkerzen bestellt und. Alles nichts gebracht. Habe dann durchs Datendisplay natürlich sehen können, dass mein Benzindruck abfällt. Ich habe das ja auch das Problem, wenn er warm ist und du ihn startest, dass er so ein bisschen holprig anspringt für einen kurzen Moment, aber dann auch ruhig läuft ohne Aussetzer. Da ist jetzt echt die Frage, Injektoren oder Hochdruckpumpe und beides zusammen machen, was bist du da mittlerweile bei 3000 Euro nur Teile. Deswegen würde ich schon gerne wissen, was es ist. Dazu kommt aber ein gesondertes Video, denn ich möchte euch zeigen, wie ich versuche herauszufinden, ob es ein Injektor ist oder die Hochdruckpumpe. Und wie gesagt, dazu das eine Thema. Und das zweite Thema ist dann, ja, habe ich natürlich, weil er hat es nicht immer gemacht und er lief auch ein paar Kilometer dann halt ein bisschen Gas gemacht und auch mal ein bisschen quer gefahren und, ne, und halt mal geguckt, so, bin das Auto ja nicht gefahren. Und stehe dann an der Ampel und mache Gas und irgendwie ging die Drehzahl schneller hoch, als mein Auto losfuhr. Ja, was soll ich euch jetzt sagen? Kennt wahrscheinlich, also meine gute Kupplung, ich weiß nicht, wie gut die Kupplung ist. Wir müssen auf jeden Fall Kupplung auch noch machen. Das sind so die letzten drei Sachen eigentlich, dass das Auto komplett neu ist. Also eigentlich die fehlen so, wo ich sage, dann hast du alles gemacht, weil die Achsen sind alle neu, die Bremsen, es ist ja alles neu an dem Auto. Aber jetzt ist eh der Winter da, das heißt, wir haben da ganz entspannt Zeit für.
Ja. Zu dem Thema Kupplung, vielleicht mal eben von euch interessant, weil die meisten haben geschrieben, oder ich habe es halt gelesen, dass sie immer diese 550, vom Diesel ist das, glaube ich, ne? Vom 550D die Kupplung verbauen. Ja. Mhm. Genau. Da meine Frage mal eben kurz an euch. Wer hat die Erfahrung schon gemacht, die 550-Kupplung einzubauen? Und was bestellst du? Bestellst du nur die Kupplung oder mit Korb? Passt das alles? Da wäre nett von euch, wenn ihr mal unten in die Kommentare schallert, ja, was da eure Erfahrung ist eventuell. Denn das ist jetzt der nächste Step, der bei diesem Auto noch passiert. Und ja, ich muss euch jetzt gestehen, es ist arschkalt. Ich friere richtig. Alter, wir haben, ey, das ist boah, richtig kalt. Naja, gut, egal. Ja, Winterreifen brauchen wir nicht. Ach, Ronny, was soll ich denn sagen? Nein, es ist halt einfach, ich bin so ein bisschen traurig, dass das alles so lange gedauert hat, weil eigentlich wollte ich diesen Sommer schon richtig geil fahren. Vielleicht ist es auch gut so, dann freue ich mich nächstes Jahr umso mehr. Und ich werde jetzt diese beiden Probleme noch beheben und mich dann auf den Frühling freuen. Also Saisoneröffnung nächstes Jahr. Ja, ich habe ja den Vorteil, ich muss eigentlich nur Spurplatten noch eintragen und Käfig dann. Dann ist eigentlich alles gut. Mhm. Gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses lang ersehnte Video gefallen. Ja, wie gesagt, ein bisschen traurig bin ich darüber, euch auch alle so lange hängen gelassen zu haben, weil es halt einfach so ultra lange gedauert hat. Aber da habe ich einfach, oder da haben wir einfach nicht drin gesteckt. Das ist, wie lange war der beim Lackierer? 4 Wochen oder so, ne? Und das, ich meine, gut, der brauchte die Zeit natürlich auch. Ja. Der stand ja fertig zum Lackieren schon ewig, ewig hier. Sechs Wochen, ja, über 6 Wochen. Über 6 Wochen, ne? Und das ist halt, das hat sich alles so gezogen. Und ja, ich kann es halt einfach nicht ändern. Und es ist echt schade. Wie gesagt, ich ärgere mich da ein bisschen drüber, aber ja, machst du halt nichts. Dafür kriegt ihr noch ein paar Videos über die Probleme, die hier jetzt noch so vorhanden sind. Ne? Ja, okay. Ich würde sagen, bevor ihr jetzt ausschaltet und ich euch eine schöne Woche wünsche, könnt ihr direkt ins nächste Video switchen, denn wir nehmen nämlich jetzt im Anschluss das nächste Video auf, weil da geht es nämlich dann um die Winterautos. Darf man das sagen? Nein, ne? Dann müssen wir wieder Delfin machen. Okay, es geht ums Winterauto. Will ich jetzt auch ein paar Sachen machen für euch und zeigen. Und ja, dann geht's noch weiter. Achso, hier kommt ja noch mehr mit dem Radio, fällt mir gerade ein. Mit der, ja, egal. Ja. Da seht ihr alles, müsst ihr einfach noch einschalten. Glocke hier drücken und abonnieren, weil dann verpasst ihr nämlich die nächsten Videos nicht. Auch von dem Auto und auch von den anderen Autos. Und in diesem Sinne, meine Lieben, ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.